Oh Gott, aber so eine Käsepizza stopft echt ordentlich, ist krass. Ja, Tenne meint, naja, bei Krabbenfischern schmeißen ja auch Fische wieder ins Meer, weil sie nur Krabben wollen. Das ist beim Fisch vermutlich genauso. Hat er nicht ganz Unrecht. Also, sterben die armen Delfinis Text-to-Speech. voll umsonst. Volume ist auf 2% von meinem Text-to-Speech. What? Wann habe ich Eine das denn Zuschauerin eingestellt? aus Pelikan hat mir neulich geschrieben. Mal sehen. Ihr Name ist Hayley. Sie schreibt: Ich habe letztes Mal in Susu deine pinke Torte probiert und mich verliebt. Könntest du dein Rezept in der nächsten Folge vorstellen? Warum eigentlich nicht? Es ist eine fabelhafte Torte und ihr werdet nie die geheime Zutat erraten. Melone. Oh, So, pinke Melonentorte klingt Torte aber echt gelernt. geil. Das klingt Oh. wirklich geil. Wenn du, Ich müsste also mal so ein Stardew Valley Rezeptbuch geben. nicht Wassermelone, sondern halt so irgendwie süßes Honigmelonentorte oder Gibt so. auch verdammt süße Wassermelonen. Ja, aber die üblichen Wassermelonen, die man kriegt, ist normalerweise nicht so süß. Macht Foodsharing, ich esse nur überreifes Obst. Aber überreifes Obst schmeckt mir sich selten. Also zum Beispiel überreife Bananen oder so bin ich nicht so dafür. Deine Angebetete fragt mich: Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gefunden. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle? Ja, klar. Wenn ich Urlaub gefunden habe, gehe ich in meine dunkle Höhle. In den Machst denn alten, du? knochigen Wald und zur Joja Mega Mall. Ich gehe Na, zum mach ruhig. Strand. Das würde recht schnell langweilig werden, finde ich. Na dann, deswegen bist du ja auch mit Ben zusammen. Nicht mit mir. Eindeutig die Höhle, ja. So. Habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit etwas bauen oder so, George. Toll. Qualitätssteine. Schön. Ben, ich brauche Trüffelöl. Frag nicht warum. Bürgermeister Louis. Ach stimmt, wir müssen nochmal so eine Ölpresse. Haben wir da schon welche? Nein, Wow. Ölpresse haben wir noch Felix, keine. warum baust du da hoch so breit und alles jetzt voll? Das ist doch doof. Mach doch einen dünnen Weg nur. Also Schick aber ein was. Kilo Delfinfleisch kostet so um die 37 Euro. Also ich finde es nicht so schick, wenn überall nur noch Ivalvo. Holz zu sehen ist. Muss ich ehrlich Holz, sagen. Holz! Aber hier der breite Weg muss sein, weil ich weiß nicht sonst, wie ich es besser mit dem Weg hier machen soll. Ja, von mir aus, aber machen halt nicht breiter als zwei. Können wir uns darauf einigen? Ja, ist okay. Ich mache bloß eins breit, außer da, wo es zum Boah. Beispiel vor meinem Haus. Delfin schmeckt gut. Xeli, hast du aber schon Delfin gegessen? Du Unmensch! Was? Tennis sagt, es ist lecker. Ja, Xeli auch. Und da habe ich gerade gefragt, ob er den schon gegessen hat, und dann hab ich noch hinterher geworfen, wer ist ein Unmensch oder Delfin ist. Ist doch scheiße, egal was man isst für ein Tier. War auch ein Spaß. Oh. Schweine sind sogar intelligenter als Hunde, macht sich auch niemand Gedanken drüber. Nee, aber dummerweise schmecken Schweine so gut. Bei Hunden weiß ich es nicht. Vielleicht schmecken Du Hunde hast auch jetzt so ziemlich gemein. alles schon im Fleisch gegessen. Okay. Schmeckt Hund besser als Schwein? Nicht lang, aber dünn. Wir kommen jetzt nicht wieder auf das Thema Was? zurück. Nicht lang, aber dünn? Ja. Lumi ist immer bei dem Thema. Diese Offensichtlich will Gedanken mein kreisen Stream heute den permanent ganzen um Tag. lange, dicke Sachen. Nicht Ich will dünne, nicht wieder dicke. über Schwänze reden. Wir hatten das Thema jetzt schon. Lass, lass, Ich dachte lass. an Wiener Würstchen. Ja, klar. Oder Kann Bockwürste. man nicht Bockwürste vergleichen, find ich okay. tatsächlich besser als Wiener Würstchen. Angeblich schmeckt Hund so, wie er riecht, wurde mir mal gesagt. Boah. Dann würde ich es aber auch nicht essen wollen. Ey. Boah. Und so ein Also, bisschen wie eine Ziege. Hunde sind zwar ganz süß, aber riechen tun die ja nicht gut. Ein Meerschweinchen in Chile. Vielleicht ähnlich wie Hase? Meerschweinchen so viel kleiner als Hase. Na, keine Ahnung, so geschmacklich vielleicht. Haben wir irgendwas, womit man das vergleichen kann? Wir haben nichts, was so klein ist normalerweise, ne? Meerschweinchen. Außer Kaninchen sind echt das Kleinste. Meerschweinchen. Ja, oder halt die. Ich wollte gerade sagen Hühnchen, aber Hühnchen sind bei uns nicht so klein, wenn man die isst normalerweise. Nee, außerdem sind die meisten ja eh hochgezüchtet. Ja, deswegen sind die dann so riesig und fett. Das meine ich ja gerade. Kannst mit nichts vergleichen, sagt er. Na dann. Musst du Vorteil, wenn probieren. man als Koch in einem Steakhouse gearbeitet hat. Ach so, ja, dann könnte man viele Sachen schon können, ja. Ja, hat wieder jemand Bullshit gemacht und Harz und Standarddünger in die Saattruhe getan. Das war ich, weil ich dachte, dass es vielleicht ganz gut zusammenpasst, da es ja eh Nein. zum Anbauen oder zum Nein. Auslegen gedacht ist. Nein. Leugne es nicht. Felix, wir hatten diese Ordnung jetzt schon seit 1,5 Jahren. Ich wollte es halt mal Hier was ändern Neues nichts mehr. da. Nein, es gibt nichts Neues auf unserem Hof. Wir sind ein Hof mit guten alten Traditionen. Das nennt man konservativ. Ja. Und hast du ein Problem mit konservativ? Hä? Hä? Hä?
Wirst du abgewählt? Jetzt bin ich nicht mehr hungrig, jetzt bin ich vollgefressen. Kamel, Kobra, Schlange, Känguru, das sind die ausgefalleneren Sachen, okay. Der Känguru-Burger ist ja mittlerweile schon fast Standard. Also zumindest gibt es bei uns in der Gegend so eine Aussie-Bar, wo du dann irgendwie Känguru und ich glaube auch nett viel und so kam essen nett kannst. Was denn? Der Aussie-Bar. Ach, und siehst du, Tennis ist auch Koch. Ich finde irgendwie Aussie nicht so ein Schimpfwort, weil ich bin ja aus dem Osten. Doch. Ja, das kommt halt auch an, mit was für einer Intention, also Work mit Intention. Nix Burger, Steakhouse. Burger ist wahrscheinlich Intention. Noch für einen Steakhouse-Koch die untere Kategorie. Okay, ich werde jetzt hier sterben, glaube ich. Schon wieder? Was machst du denn? Bin in der Mine. Achso, ich dachte, du stirbst, weil du so vollgefressen bist. Oh, nee, ich konnte direkt einschlafen. Ich könnte jetzt hier irgendwie so meinen Kopf auf die Tastatur hauen und pennen. Bist du so mit dem voll ins Food-Koma fällt, ja? So ein Mom-Koma? Oh ja. Ich irgendwie gar nicht, ich hab danach eher wieder mehr Energie. Nee. Mir wird nur kalt danach, das ist das Einzige. Aber Energie habe ich. Nee, mir wird mollig, kuschelig warm und ich werde richtig müde. Vor allen Dingen, wenn es halt so fettiges Essen ist. Wenn es jetzt irgendwie so eine vegane Gemüsepfanne ist oder so irgendwas, dann geht's. Tatsächlich wird mir bei sowas eher warm, wenn das Essen warm ist und leicht. Aber wenn das wirklich viel Essen ist und anstrengend quasi zu verdauen, dann wird mir kalt, weil ich vermute mal, mein Blut muss dann zum Magen oder so. Keine Ahnung, mir wird dann kalt. Das Blut im Gehirn habe ich jetzt auch nicht mehr, aber mir ist mollig warm und ich könnte... Das wird ja vorher gehabt. Oh Gott, könnte ich jetzt hier schlafen, ey. Also ich kenne mollige Frauen, aber mollig warm. Ich kenne mollig warm als Begriff. Das ist, wenn du dich bei einer molligen Frau quasi auf den Schoß setzt und ankuschelst. Da, so warm wird er da. Setzt sich bei molligen Frauen auf den Schoß? Habe ich früher als Kind manchmal gemacht, ja. Ach so. Weil meine Oma zum Beispiel ziemlich mollig war. Ist doch okay. Es hätte mich jetzt nur gewundert, wenn du dich deiner Partnerin auf den Schoß setzt. Das ist irgendwie eher unüblich. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Wäre, aber wie gesagt, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Unüblich. Ja, aber das ist, sag mal so, wenn die Partnerin ein schlechtes Gewissen hast, weil du leichter bist als sie oder sie das Gefühl hat, dass du leichter bist als sie, dann macht man das halt so, weil sie dann keine Lust hat, sich auf deine Schoß zu setzen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mollig. Ein ordentliches Steak, Burgers, Pressfleisch. Na, nicht jeder Burgers Pressfleisch, ja, aber das sind schon eher die schlechteren Fleischteile. Da gebe ich dazu. Aber es gibt auch sehr gute Burger. Muss man auch mal zugeben. Burger. Ich habe bei dir Burger verstanden und ich dachte so, nicht alle Burger sind gesagt. Pressfleisch. Dann dachte ich so, also oh, ja. Burger als Pressfleisch zu bezeichnen, ist sowieso schon ziemlich arg. Also. Grenzwertig? Yeah. Aber man muss halt schon die guten Burger nehmen. Und ja, ich sage trotzdem weiter Burger. Weil ich das so ausspreche. Oh, deal with it. Süß, habe ich was gesagt? Ist doch alles okay? Ja. Worauf kommst du jammern hier? Sich beschwert, ich hab's genau gerochen. Riechst, dass ich mich beschwere? Ja, weil Beschwerden stinken. Deine Mutter stinkt, ey. Deine Mutter. Aber nur nach dem Sport. Mama kann nichts dafür. Ja. Mama ist stolz auf dich. Ja, nee. Nee? Nee. In letzter Zeit eher nicht. Okay. Ja, ich mein Studium ist noch nicht fertig, deswegen in letzter Zeit eher nicht. Ach so. Dann mach mal. Tja, wenn das so einfach wäre. Woran hängt's bei dir? Was musst du noch machen? Hausarbeit. Also Hausarbeiten. Wir können uns gegenseitig schreiben, wenn wir am Schreiben sind. Was zur Hölle ist auf diesem Hof passiert? Aber dann schreibe ich dir ja nie. Wenn ihr hat gesagt, höchstens 2 breit. Was ist hier los? Das sieht ein bisschen mehr geordnet aus jetzt. Ich will ja das Ordnung reinbringen. Ich hab ihn einfach machen lassen. Ja, ich hab da nichts weiter dazu gesagt. Okay, bei den Pflanzen gebe ich dir ja recht, aber diese unnötigen Wege hier so durch die Prärie. Durch die Prärie? Unnötig. Naja, Moment, man kann ja nicht aus Orangen schon auch wieder Saat machen? Geschmackssache. Nee, aus Orangen kannst du keine Saat machen. Schade. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Was wollte ich zu dem Thema vorher noch sagen? Was hatten wir denn vorher? Achso, Studium. Ich muss ja auch noch endlich meine Magisterarbeit schreiben. Ich hänge da ja auch schon ewig dran. Also,
Was macht denn die ganze Lass Zeit? Das sieht doof aus mit den Brettern. Hier. Ja, ja, Felix, seine Beitrag. Lass ihn das machen. Ey! Gibt schlimmere Beiträge. Ey! Ups, das war noch falsch. Warum nimmt meine Angel nicht die Köder an? In zwei Streams habt ihr euch eh schon dran gewöhnt. Du brauchst die gute Angel, damit du Köder dran machen kannst. Ich hab eine gut genug für Köder. Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Ich hab doch schon Köder drin, ich kann nur keine weiteren mehr dazufügen gerade irgendwie. Bist du dir ganz, ganz sicher? Also ich muss übrigens nur rechtsklicken, wenn ich die Dinger an der Maus hab. Dann nimmt er das. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du nervst? Nee, noch nie tatsächlich. Oh. Erstaunlich. Wie nett die Leute doch sind. Finde ich auch. Die sind immer super nett zu mir. Ich bin auch ich bin der liebste Mensch der Welt. Warum ist jetzt Saatgut in der Anbaukiste drin? Eventuell bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe immer noch keinen Reis gekauft. So. Über mich bin ich. Wege sind Zivilisation, ich Banause, ja, meinetwegen. Ah. Mein Chat ist auf deiner Seite. Was? Wegen hier Holzboden? Ja, Wege sind Zivilisation und bla bla bla. Und man muss ins Menü gehen und dann geht's. Ich tu was Gutes für unsere Gemeinschaft. Alles okay. Wege, ein Wegesystem. Ich bin voll gefressen, ich krieg eh nichts mehr mit. Die Pizza sieht trotzdem nicht so gut aus. Ich habe sie noch nicht mal komplett gegessen und nicht mal zur Hälfte. Das ist halt auch noch Frühstück, ne? Oh, du schönes Studentenleben. Oder du futterst dich jetzt so voll, gehst dann schlafen und bist dann wieder im normalen Tagesrhythmus. Wie alle anderen auch. Ja, aber ich will jetzt nicht schlafen gehen. Ich stream doch donnerstags immer. Ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Ja, aber nach Stardew Valley kannst du ja schlafen gehen. Nein, danach spiele ich Dodo. Dodo. Der arme Dodo, ey. Immer spielst du an dem rum. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die warten bestimmt auf Dodo. Ist klar. Du kannst doch Dodo ja dann nicht davon abhalten, da aufzuschlagen. Wenn die auf den warten. Was? Wenn du an Dodo rumspielst, kann der doch dann nicht die Leute beglücken. Der beglückt sie mit mir zusammen. Okay, das klingt jetzt an einer anderen Plattform. Wir haben da sehr viel Spaß. Ey, ohne Scheiß, das Spiel will mich doch verarschen. Jetzt ist aber die ganze Zeit das eine Thema. Und was finde ich? Ein Skelettschwanz. Mit dem Kommentar ziemlich kurz für einen Schwanz. Tja. Ich weiß nicht, was du da denkst, aber das ist halt einfach ein kurzer Rattenschwanz, der skelettiert ist. Das soll wohl ein Zeichen sein. Den haben wir übrigens alle schon gefunden. Ein kurzer Rattenschwanz, der selektiert ist, echt. Nicht selektiert, skelettiert. Ich verdaue. Mit deinem Gehirn oder was? Ja, das ganze Blut aus meinem Gehirn ist jetzt in meiner Kopf verdauert, wie so ein Tentakelvieh hier, Tintenfisch. Es wird spät, Leute, wir müssen ins Bett. Das Ganze ist jetzt in deinem Magen. Okay. Ja, ich hab heute quasi auch durchgemacht. Ich konnte irgendwie nicht richtig schlafen. Ich weiß nicht, war irgendwie ein komischer Tag gestern. Komm schon, gib mir eine Qualle. Ich leg mich jetzt bald mit. Eigentlich würde ich mich gerne in meinen Sessel setzen und noch ein bisschen Fernsehen sehen, aber ich hab Heilboot gefangen. Im Spiel nicht. Ich würde sagen, machen wir übrigens dann noch einen Tag. Ja. Ach, jetzt doch noch. Ja, Lumi hat schon gedacht, wir machen jetzt aus. Ja, Lumi hat sich schon aufs Schlafen eingestellt. Nur wenn du wirklich schlafen gehst, dann machen wir jetzt aus. Nein. Nee, dann nicht. Gehe ich nicht schlafen. Aber dann würde ich mir vielleicht noch einen Kaffee machen. Wer hat hier schon wieder so eine Fackel hingesetzt? Was für Fackeln? Auf den Weg hat einer eine Fackel hingesetzt, dabei ist es mit den Laternen ja hell genug. Einen Tag machen wir ja noch. Aber Ben will ja immer so früh aufhören. Ja, vielleicht, weil ich auch früh schlafen gehe. Lumi will ins Fresskoma fallen. Ja, aber im Sessel anscheinend. Ja, Lumi ist schon im Fresskoma. Alter, das ist ja wirklich arschhell. Es wird Zeit, dass ich meine zweite Streamstation auf Sofa wieder einrichte, ohne Facecam, wo ich dann ein bisschen auf dem Sofa lummeln kann zwischendurch. Ja, bitte mit Facecam, damit wir das Fresskoma sehen. Leute. Kein Mensch will dieses Fresskoma sehen. Leute. Was? Wenn ein Keller installiert, also beim Haus des Upgrade 3, kriegst du einen Keller und der ermöglicht es, einen Reifepass herzustellen, in dem verschiedene Produkte, Käse, Ziegenkäse, Bier, Met, helles Bier und Weinreif, so an Wertqualität. Mhm.
Als ob wir nicht schon genug Geld hätten. Ja, so viel haben wir noch nie. Ich weiß gar nicht, wo der Sinn dieses Spiels ist. Es geht ja eh immer weiter. Mehr und mehr Geld zu generieren. Ach, Geld! Wir wollen Geld! Genau. Steamstation im Bett. Wir wollen irgendwann so reich sein, dass wir Schwarze anstellen können, damit die für uns arbeiten. Hallo, lieber Felbka. Hier, du kriegst auch mal was zu essen von mir. Hey, boah, wusstest du schon, ich bin, das sieht lecker aus. Scheiß Kapitalismus. Nee, nicht scheiß Kapitalismus, ja. Kapitalismus. Hat uns auch viele gute Sachen gebracht. Nicht nur schlechte, aber auch schlechte. Zum Beispiel. Ja, ich wollte sagen, aber es ist nicht das ideale System. Ja. Aber so der Stalinismus und sowas macht auch nicht so viel Spaß. How much is a fish? Karl Marx. Ja. Nein. Warum? Hier liegen sogar noch mehr Trüffel rum. Die liegen doch draußen jetzt außerhalb. Die liegen immer außerhalb. Trüffel. Nee, die liegen außerhalb des Geheges. Ach so. Das ist seltsam. Weil die Schweine halt so viel gewühlt haben. Haben die rausgekickt, die Trüffel? Genau ein Schwein. Und es hat zwei Trüffel ausgebuddelt über eine Nacht. Voll das gute Schwein. Deswegen schlachten wir das nicht und essen, sondern lassen es Trüffel suchen. Ja. Ja, weil es ja einen gesellschaftlichen Mehrwert und Nährwert. Nährwert, das hat einen gesellschaftlichen Nährwert, das stimmt auch wieder, ne? Wir haben überhaupt nichts für die Gesellschaft, aber sie bringen uns Geld. 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 Das tut unsere Gesellschaft von drei Leuten, die auf dem Hof arbeiten, ernähren. Stimmt. Cool. Ich habe eine Holzplatte einfach mal vor Haleys Haus gepackt. Cool. Jetzt kann man hier drauf rum. Ich pflaste ja alles mit Holz. Moment mal, du kannst die ganze Stadt mit Holzplatten zupflastern. Oh oh. Oh oh. Jetzt weiß ich, warum wir so viel Kohle brauchen. Ich ahne Schlimmes. Das nächste Mal, wenn wir hier, Felix, was machst du da? Die Wege ausbessern. Alter. Mit Holzplatten, wenn das Kopfsteinpflaster ist. Ja, geil. Ja, da schallert er so. Irgendjemand so eine Ölpresse bauen? Kann ich die bestimmt, aber habe ich die nicht schon? Wir haben schon eine Ölpresse, bin mir relativ sicher, weil die braucht 20 Hart Holz. Ich glaube, ich habe bei mir schon eine stehen, glaube ich, im Haus. Im Haus? Und ja, da steht sie gut. Mal gucken. Wenn die kann Ölpresse. Ich hole sie mir. Nein, lass sie da drin stehen, das ist meine Deko. Ja, dann kümmer du dich um die Trüffel. Pack da einfach einen Trüffel rein, du kannst doch in mein Haus reingehen. Lauf ich dich immer in dein blödes Haus, um so einen scheiß Trüffel da reinzustecken. Lumi, also, besuch mich doch mal. Wenn du gar nicht da bist, du gehst da unten. Lumi, du wolltest eigentlich schon länger mal in mein Haus gehen. Warum? Achso, ja, stimmt. Um's mir anzusehen. Ja. Es klingt so falsch, wenn wir hier gegenseitig sagen, komm mal, gib mal nur mein Haus. Besuch mich mal. Ja, in der Tat, ist Ben heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Geh mal in mein Haus. Finde ich nicht, dass es komisch klingt? Ich glaube, ich muss der Haley langsam diesen diesen Blumenstrauß schenken. Findest den Trüffel. Na, du findest den. Wo ist denn dein? Warte mal, ist das jetzt Bens Haus oder deins Haus? Ich komm da mal durch. Ich hab das mittlere. Oh, das ist jetzt Bens Haus. Bens Haus ist ja richtig gehend aufgeräumt. Ja, weil keiner Scheiße reinstellt. Ach, und Ben hat schon noch ein Zimmer mehr. Seit wann denn das? Hey, das habe ich doch schon seit eingezogen. Wenn du jemanden... Das Einzugszimmer, was du extra kriegst. Also dieser leichte Anbau. Ach so, von ihr dann der Kram. Genau. Verstehe. Ach, das ist ja süß. Hallo? Auch so ein Einbauzimmer. Ja, Helben, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten lassen. Bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst damit was anfangen. Pass gut darauf auf. Qualitätsdünger bekommen. Ich werde jetzt nicht irgendwo was einstecken. Was, du hast einen anderen Boden in der Küche? Tja. Nee. Und eine andere Tapete, wo hast denn das jetzt her? Tja. Gekauft, wahrscheinlich. Aber wo? Ne, immer beim Schweinezirkus habe ich den anderen Boden und die andere Decke und den anderen Boden. Wann ist der da? Sonntag und... Mittwoch. Nein, nicht Mittwoch. Doch? Nein, Freitag und Sonntag ist er da. Na toll. Erinnert mich beim nächsten Stream, dass ich zum Schweinezirkus wollte. Das muss ich oder bei Robin, da kriegst du auch ich stecke hier nirgendwo was rein. So. Tapeten und Dingens. Wo willst du das reinstecken? Lumi will ihren Trüffel irgendwo hinstecken. Oh Mann, die Pizza sieht so geil aus. Ich will jetzt nicht überfressen, ich bin ja schon satt. Ja, ein Trüffel wohin? Gib was ab, Lumi, schick her. Ich würde es ja machen, aber du wohnst halt sehr weit weg. So, dann zieh her. Runter. Studier hier weiter.
Wo ist Haley? Ja, muss ich eventuell sowieso, weil ja angeblich in Sachsen wieder das Diplom einführt. Wir haben das Diplom schon die ganze Zeit immer noch. Ich hab einen Diplomstudiengang. Ernsthaft? Und der läuft nicht aus? Nein. Der wurde 2009 einmal ausgesetzt und 2010 wieder eingeführt. Sehr schön. Ich muss nämlich nächstes Jahr fertig werden mit meinem Magister, sonst fliege ich aus meinem Studium. Du fliegst trotzdem aus dem Studium, wenn du nicht lange nächstes Jahr, scheiße, wir haben schon 2019, dieses Jahr. Du fliegst trotzdem aus dem Studium raus, wenn du nicht zu lange brauchst. Außer du hast triftige Gründe, die du der Prüfungskommission vorlegst. Akute Prokrastinitis? Nee, zählt nicht. Bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht angenommen wird. Gestern hatten wir es davon, wie man beim Arbeitsamt psychische Krankheiten vorspielt, damit man keine Jobangebote bekommt. Okay. Auch nice. Gut, dass ihr euch jetzt schon darüber unterhaltet. Das hat mal das Känguru gesagt, du musst beim Arbeitsamt einfach angeben, dass du dich mit einem wichtigen Projekt für deine Selbstständigkeit beschäftigst. Vergiss es. Du gehst zum Arbeitsamt und gibst dir eine Bescheinigung, dass du eine Depression hast. Okay, das geht auch. Ja, aber da brauchst du niemanden haben, der die Depression verschreibt. Scheiße! Da musst du jemanden haben, der die Depression aufschreibt, trotzdem. Und jetzt ist das Schwert weg und ich brauche keinen. Ach du, je nach Arzt geht es relativ einfach, glaube ich. Denkst du? Ich hoffe nicht. Also. Wäre schade. Dankeschön, Ochi. Das war's wert. Wir können einfach 10 Millionen sparen, dann kriegen wir den Katalog und können uns alles bestellen. Oh, ich hab mein Schwert noch gut. Nee, das Ding ist, also mein Hausarzt zum Beispiel hat mir, ohne je ein Gespräch geführt zu haben, sämtliche Medikamente aufgeschrieben, die ich haben wollte. Okay. Schattenmayonnaise? Was macht ihr denn hier? Wenn du ein Schattenei in das Mayonnaise-Ding tust, so Schattenmayonnaise. Da kriege ich ein bisschen Angst vor. Ich muss schnell zum Laden. Die ist wohl auch nicht so gesund. Was, gesund? Die sah auch ein bisschen sehr dunkel aus für gesund. Oh. Am Dienstag, wo ich gestreamt habe, hat die Gamesuche bei mir in Dota so lange gedauert. Das war echt nicht mehr schön. Das war dann mehr ein Let's Talk als ein... Ich sagen, du hast halt zwischendurch ein Just Chatting gemacht mit irgendwie 20 Minuten. Ging ja gar nicht anders. Ich hab ihn mal schön... Oh, er bedankt sich. Iu Aipen San Sin Nishim Has Usin Isodun Une Wipipi Shi. Er freut sich. Ich hab ihm das Richtige geschenkt. Wollt ihr dem Zeug auch verschenken? Kann man denn eigentlich mit dem anfangen zu reden? Na, wir müssen... Ich würde wieder viel zu viel spoilern. Okay, dann lass es. Was hast du ihm denn geschenkt? Ich hab ihm einen Topaz geschenkt. Okay, ich habe nicht mal eine Ahnung, wo der Zwerg ist. Der ist in der Mine. Rechts, wo bist du denn? Eingang läufst. Rechts, wenn du reinläufst. War noch nie bei der Mine. Aber ich habe zumindest keinen Zwerg dort gesehen. Wir sind in Jahr. Komm mal in die Mine. Komm, ich bin noch in der Mine. Komm mal her. Ich habe auch einen Topaz für dich, falls du noch einen haben willst. In welchem Jahr sind wir mittlerweile? Jahr 2. Und Benny war noch nie in der Mine. Ich war schon in der Mine, aber doch, ich war sogar in der Schädelhöhle. Nicht seit wir das Ding freigebolzt haben, glaube ich. Genau. Kommst du jetzt mal her in die Mine oder lauf ich? Also im Moment mal, ich muss halt hier hoch, damit es kürzer ist. Schön, danke Tenne. Die Antwort kam sogar schon, nachdem ich es rausgefunden hatte. Da, hast du einen Topaz? Hat jemand schon das Pferd umbenannt? Ich habe nicht mehr gesehen, dass hier rechts überhaupt irgendwas ist. Da, das haben wir freigemacht. Hat jemand schon das Pferd umbenannt, weil das hier schon drinnen steht und... Musst du ja angucken, ob das umbenannt ist. Das ist jetzt Bens Pferd. Hast du es benannt oder was? Wie heißt es denn? Naja, steht nie da, ich kann es nie anklicken. Ich hab's auch nie benannt. Ja, dann benenn's halt mal. Ja, wie soll man es benennen? Bratun erfolgreich vernichtet in meinen Rauchen. Geil. Okay, Diamanten mag der Typ, aber keine Opa-Kopasse. Topaz ist ja auch deutlich weniger wert als Diamanten. Ja. Muss man immer so sagen. Was am meisten. Ohne Scheiß, dieser blöde Linus, ey, der geht mir auf den Sack. Der müsste mit alle schon reich sein bei dem ganzen Kram, den ich ihm da schenke. Aber vielleicht ist er ja reich und wohnt trotzdem noch dort, damit du ihm noch mehr schenkst. Weißt du, die richtigen Bettler, die dürfen ja nicht aussehen, als hätten sie Geld, weil dann kriegen sie ja nichts mehr.
Ja, aber Eisen den war halt für die rumänische Mafia und drückt die ganze Zeit alles ab, was er kriegt. Die Hardcore-Bettler. Weiße Worte. Das gibt's ja leider tatsächlich. Ich habe mal erlebt, wie sich eine ältere Dame mit so einem, keine Ahnung, vielleicht 20-Jährigen in der Bahn unterhalten hat und der so meinte, warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich in 4 Stunden betteln das gleiche krieg wie in 16 Stunden arbeiten ungefähr. So. Na, wie bei echten Scheiß. Twitchern hier. Wir betteln nur auf eine nettere Art, meinst du? Und nicht in der Öffentlichkeit, also nicht in der realen Öffentlichkeit. In der Semi-Öffentlichkeit. Nein, wir sind ja Entertainer, wir sind keine Bettler. So. Entertainer sind die Bettler vom Morgen. Ja, also wenn du dir dann so Streams anguckst mit irgendwelchen Subscriber-Goals, Donations-Goals und sowas, das hat schon so ein bisschen was von Mimi, gib mir dein Geld. Hast du ein Problem mit meinem Donation-Goal? Ich hau dir kleine. Was? Komm, Lumi, hinlegen. Was? So hinlegen? Was? Wohin denn? Ins Bett. Was bringt das, wenn ich hier noch mit angel? Du bist noch wieder reingekommen. Für die 5 Minuten. Ich war sogar mit Lumi in der Mine. So, oh, Balbo. Oh, Balbo. Zieh. Der gewinnt das Battle Royale dann, der am meisten Kohle kriegt, oder wie sieht das aus? Battle Royale, wow. Wow. Die Battle Royale ist der letzte Battle, der noch steht. Ja. Da wird ein Euro in die Mitte geworfen, der letzte, der noch steht, kriegt den. Entweder so oder jeder kämpft ums Geld und die Leute, die nicht genug haben, verhungern dann. Ja. Wer nicht genug erbettelt bekommt. Oh, ich habe eine Sequenz. Mit der Maru, aber hatte ich die nicht auch schon mal irgendwie? Ich habe Déjà-vu-Gefühle. Was, du hast schon Gefühle? Déjà-vu-Gefühle. Also. Lumida, ich bin überrascht, dich so spät noch hier zu sehen. Der Nachthimmel sieht momentan umwerfend aus. Alter, ich bin mit deinem Bruder zusammen. Komm doch her, ich will dir was zeigen. Oh, ich habe ein antikes Schwert und ein Amphibienfossil gefunden. Schau dir das mal an. Haben wir ein antikes mal gucken, Schwert was eigentlich passiert, wenn ich mit Maru auch zusammenkomme? Kannst du ja mal machen. Kannst du ein bisschen Lesbenparty machen. Einen schönen Planeten, eine kalte Dunkelleere. Ich sehe einen schönen Planeten. Es ist fantastisch, oder? Was war denn das jetzt? Der Felix hat gestöhnt. Bevor die Menschheit hier einen dieser Sternen besucht, werden du und ich schon lange nicht mehr existieren. Ich hab mich gerade gestreckt. Das ist wohl das Problem mit dem Menschsein. Kuckuck! Hallo ihr da unten, die ihr nicht zu sehen seid. Lumi da... Siehst du mich überhaupt? Wer denn? Die Lumi. Nö. Ich find, sie sieht ach, das. Egal. In manchen Sequenzen kannst du einfach durchlaufen, ja? Lass mich dir das Doppelsternsystem zeigen. Das ist übrigens nur 30. 0:30. Ich kann ja nichts dafür, es ist halt die Sequenz. Klick halt schneller. Nein, ich will das jetzt sehen, das ist schön. Romantisch. Oder komm, nimm mal eine Sternenschnuppe, das sind Sternenschnuppen. Romantisch, habe ich gehört. Nein, romantisch. Wir haben ja genug Geld, dann bleibt halt draußen. Nee, eben, wir haben's ne. Jungs, wenn ihr euch da Pferde und Häuser kauft, kann ich auch mal eine Nacht im Freien schlafen. Häuser! Ich bin was immer für eine wundervolle Nacht. Maro hat mir was Neues gezeigt. Oh, das hätte ich mit der englischen Stimme sagen müssen. Okay, warte mal. Ich hab noch Chancen. Nee, Omo ist günstiger. Ich renne. Kann ich schaffen. Ja, ich konnte Lumo? Das Pferd ja benennen, ne? Warum denn Lumo? Wurde mir vorgeschlagen, fand ich süß. Okay. Toll, Lumida und Lumo. Das hätte eigentlich eher mein Pferd sein müssen. So. Dann hätte ich doch Lumi da nennen sollen, dann hätte ich Lumi da reiten können. Was? Was war das? Ah, nix. Warum kannst du jetzt umbenennen? Ich kannte das nicht. Ich konnte Rechtsklick drauf machen einfach. Ja, dann war es wahrscheinlich, weil es dein erstes Pferd ist und Lumi hat dann einfach mein Pferd genommen und es für sich beansprucht und jetzt kann ich kein Pferd mehr umbenennen. Toll. Tja, ist wohl schade. Jetzt habe ich wieder eine Sequenz oder was? Nee. Weil dein Haus näher war und habe nichts im Haus gepennt. So. Sehr schön. Ach stimmt, OG und Tanny, ihr kennt euch ja vom Donzi. Ganz vergessen gerade. Ah, die Twitch-Welt ist eine kleine Welt.